Hallöchen und willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Taladir und ja, so Bekloppten hier sind alle Clan-Leute. Und der Bekloppte, der da in mir drin steht, das Alpine, den dürftet ihr ja schon kennen. Dann haben wir die Nova, die da rumspringt. Das ist der. Bleibt doch mal stehen. Das ist der Oddi. Morgen. Und die Mirage ganz in weiß mit einem Blütenstrauß. Das ist der Akroma. Schönen Tag. Moin, moin. So, wir sind hier in einer Mob-Dev und in zurzeit einem Grenier-Event und hier stehen sie schon rum und haben wir Party. Au. Das ist eine nette Begrüßung von denen. Bin schon ungefähr. Was ist denn hier los, Mensch? Okay. Ja, so, ich habe jetzt die Nase voll. Mach hier mal so eine Kugel. Ja. Kann jemand von euch den Datenträger nehmen? Ja, keine Sekundärwaffe mit. Ich auch nicht. Hauptsache Nahkampfwaffe, würde ich sagen. Hab ich ja, auch nicht, passt nicht mehr rein. Ankyros Prime. Rein. Aber wir sind eingesperrt. Tut mal was. Ich hab schon den Koffer und meinen Dings in der Hand. Ich geb schon einen Cypher aus. Au. Ey. Ich hab mehr Damage aus. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Einstand in diese Mission. Ja, willst du nochmal anfangen? Ach, ist doch lustig. Nee, überhaupt nicht. So. Nicht zum Lachen, das ist eine ernste Sache. Weggeknüppelt. Was ist denn jetzt los? Oh, nicht mal Türen können sie öffnen. Kann das jemand wegschießen? Super. Immer doch. Ich will doch meine Energie nicht verlieren. Feuer! Oh nee, 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 die Kugeln! Nee, nee, nee! Ich hab jetzt schon wieder die Schnauze voll. Boah, wie ich die Dinger hasse. Oh, das sind echt die nervigsten Gegner, die in diesem ganzen Spiel irgendwie auftauchen können. So, hey, ich versuch dich abzuknallen. Ich roll dich an, somit kannst du nicht nachladen. Aua! Ja, jedenfalls kotzen sie nicht und machen dadurch Instant-Kill. Ja. Wie die Moas. Ja, auch schon. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ach, hier hin. Bin schon unterwegs, ja, ja. Alter Mann, das ist kein D-Zug. Ach ja, das war ja so eine weite Strecke zum Laufen und dann raus auch wieder so weit. Und raus war es gar nicht so weit, glaube ich. So, wir spielen, glaube ich, alle mit, nee, nicht ganz alle. Taladir spielt noch mit 700 Konklave-Rang, wir spielen nee. 500. Ach, du bist auch, du hast ja auch runtergetaktet. 400, ich bin runtergetaktet, ja. Bin zu stark für dieses Spiel. Feuer. Alter, ja, toll, und hier im Eck haut's mich hin, oder was? Ja, weggerumst hat's die Pena. Aua. Dann ist mein ganzes Schild weg. Ja, wie ihr seht, das ist eine sehr lustige Mission. Ja. Wir haben Spaß. Hurra. Ein Fusionskern. Yay. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich hier rüber freut. So, gehen wir erstmal hier rüber. So. Das Schild ist aufgebaut. Wo gehen wir, links oder rechts? Hier hin. Ah! Links. Da wurde Wegpunkt. Krebs, Krone, Krebs. So, auf geht's, auf geht's. So. System nochmal rausgemacht. Ach, das sind jetzt. Oh, jetzt hast du die schneller gemacht. Nein. Nö, 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 nö. Die sind ja hier vom. Oh nein. Mein Nahkampf ist schon wieder kaputt. Ich weiß nicht, warum das hier immer. Nee, es geht wieder. Ja, eben gerade war mein Nahkampf auch kaputt. Da habe ich immer gekoptert. Und wie ihr seht, ich habe für den Wauban mittlerweile das Syndikats-Mod-Dingens. Sehen wir? An ja, an den Türen. Ja. Ah. Sogar in rosa. Er feins Lieblingsfarbe. Was anderes lohnt sich doch nicht. Ja.
Ja, spannend. Und sonst? Ja, ich glaube, meine Ulti ist einfach zu stark. Und zu groß. Oh. Ich bin zu krass für diese Welt. Tut mir leid. Ja, wenn sie drei Räume weiter noch geslowt werden. Irgendwann kommen sie wieder. Deine Mutter! Boah, sind ja viele. Aber die kommen ja auch nicht aus der Seitentür hier raus, oder? Nö. Dabei sind die Mods noch lange nicht auf der maximalen Stufe. Heißt, da geht noch was. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. So, ich pack mal wieder mein Kübelchen hin. Ja, mit der Nova spielt sich das hier sehr entspannt. Yep. War die letzten Male nicht so. Ach, hier ist ein brauner Fusselkern. Ich hatte hier gerade wieder so eine blöde Murmel an mir dran. Ich weiß nicht. Ja, das sagen sie alle. So, sind wir durch? Hier ist eine richtig gute Mod. Hier, die da. Die braucht jeder. Was war's? Thumper? War's Thumper für den Sentinel? Was für ein Ding? Ich hab keine Ahnung. Stampfer heißt das Ding? Nee. Nicht? Hui. Au. Ich will nicht in den Wegpunkt rennen, da sind zu viele. Maximale Munition für Schrot, das kann ja nur gut sein. Die Mod meinte ich gar nicht. Ich meinte den Druckpunkt, der da auch irgendwo liegen sollte. Achso, ja, ein bisschen weiter hin, ja. Du weißt jetzt nicht mehr, welcher es war. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, was ich hier für Krampfzeug mitnehme, das ist Levelzeug. Deswegen habe ich hier auch die normale Boltor dabei, dann habe ich die Ankyros, also hier die komischen Fäuste. Knüppelfäuste. Gut. Wie süß. Der da durchgelaufen. Hallo. Ein bisschen langweilig mit Slow Nova, ne? Soll ich's lassen mit dem Ulten? Ach, pff. Gibt doch die Punkte. So ist entspannt. Dann stelle ich mich jetzt halt an den Pott und hole mir einen Kaffee. Du hast gesagt, du sollst die Speed Nova mitnehmen. Wir wollen hier Spaß haben. Ja. Kann ich nächste Runde gerne machen. Ich halte da vorne einfach mal rein, aber ich mache keinen Schaden. Guck mal hier. Klub. Au. Was macht ihr denn? Geht schon weiter. Das war jetzt aber nicht geplant. Ich hoffe, das war Elpine und ich hoffe, er stirbt. Was? Ja, du machst Unfug. Überhaupt nicht. Der doch nicht. Nee, was die komische Nova schon wieder. Macht auch nicht. Ich bin doch unschuldig. Au, Feuer. Unfug. Zu viel Feuer. Warum mache ich das? Ach, da rennt zufällig, brennt hier alles. Es ist immer zu viel Feuer. Da wird sich YouTube wieder freuen. Nee, das sind mir zu viele Fragmente. Ugh, da muss ich das Video einfach mal zerschießen. Was für Fragmente? Oh, ja, wenn hier ganz viele Partikel und so weiter rumfliegen, dann kriegt YouTube da irgendwie einen Krampf und sagt sich, nö, machen wir mal. Oh, hier vorne ist aber voll Haus. Mist damit. Die Tür offen lassen. Ball kommt ins Tor. Hä? Shit. Sind schon alle tot. Ist gar kein Tor aufgebaut. Was ist denn hier los? Hui. Oh, Diamanthaut, das braucht auch jeder. Noch ein Druckpunkt. Zum wievielten Mal brauchen wir das? Ich hätte gerne Diamanthaut. Rot-Grolle-Krebs. Ja, RL wäre das auch nicht schlecht, aber hier im Spiel. Dann darf ich mich nicht mehr auf meinem Glastisch räkeln. Mann, ich hab grad so komische Bilder im Kopf. Das ist wie Rino mit seiner Eisenhaut. Eieiei. So, wir haben noch 3 Sekunden. Neue. Wie 3 Sekunden?
Ach so, für die Dings. Oh, du passt nicht auf, Mirage. Du stehst hier schon rum. Ja. Das ist das Haus vom Nikolaus. Nebenan vom Weihnachtsmann? Oh nee, jetzt hat er was anderes gebaut. Hm? Hast du nicht gesehen, was ich hier für Kunstwerke mache? Willst du Dämonen beschwören? Ja. Gegner beschwören, ja. Nee, Erpan beschwört Dämonen. Das ist doch definitiv das Haus vom Nikolaus, was willst du? Ja, fast. Das ist das Haus vom vom Satan-Klaus. Vielleicht Satan-Klaus, ja. Oh, ich fall ja schon wieder fast um. Ein kleiner Witz für die Dyslexisten. Wen? Keine Ahnung, Dyslexiaten. Wie nennt man die? Dyslexianer. Ja. Genauso wie die Urochinesen. Urochinesen, genau. Das klingt ja fast wie eine Rasse aus Star Trek. Dyslexianer. Und da kommen wieder ein paar Bälle. Ach, das wäre die. Ich weiß nicht, glaube ich. Was Bayerisches. Dyslexen, ja, Morsch. Ja. Ach, die meinst du vielleicht die Legastheniker? Das Legastheniker. Was? Dyslexie ist, glaube ich, Legasthenie. Nee, das eine ist eine Lernschwäche, das andere ist eine Ausschreibeschwäche. Deswegen ist ja auch der Witz nicht Dear Santa, sondern Dear Satan. So, wir dürfen gehen. Dürfen wir? Na gut. Wir müssen nicht mal das Körperchen mitnehmen, ist ja wunderbar. Wollen wir mal den Saugstein nochmal raus, Sus? Mach mal das Tor auf, danke. Oh Gott. Und Shabuvi. Großes Grafikspektakel. Aber nein, wir machen uns nicht über Leute mit Lernschwächen oder Rechtschreibschwächen lustig. Das meine ich ernst. Sowas ist. Wir können eh keine Kommentare drunter schreiben. Das war jetzt kein Kommentar. Was ist das? So, müssen wir hier hin. Da unten. Rotkoralle-Krebs. Da, wo das Feuer herkommt. Zu weit getrüllt. Immer hinter dem Frost her, damit ich ihm im Zweifel ein Sprungplättchen unter den Arsch setzen kann. Haha, nein, nein. Oh, toll. Das war kein Sprungplättchen, das war Feuerplättchen. Hallo. Ah. Wie denn jetzt hin? Hui! Hui! Das ist lustig. Ich hab keine Energie mehr. Ja, dass es ja keine Lava gibt, ne? Ach, wie bei Mario Kart wird man dann am Kopf geangelt und zurückgesetzt, oder wie? Vielleicht. Wie heißt denn der Typ eigentlich, der da auf der Lucky Wolke rumfliegt? Ja. Lucky Two. Hier unten ist übrigens etwas, was ich letztens entdeckt habe. Ui, was ist das denn hier? Kannst du rein? Kannst du gucken? Können sie rausgucken. Brat. So. Lootraum. Warum fliegen die denn hier rum? Weil ich hier doch die Dings gesetzt habe. So. In weiser Voraussicht. Deine weise Voraussicht hat uns aber dazu gebracht, dass wir jetzt hier wieder enttüdeln dürfen, ja? Ja. Wie hätten doch, die denn hier... Das steht gar nicht zur Debatte, wie. Sie haben es getan. Irgendjemand macht ja immer die Türen zu. Vielleicht der Hausmeister? Der Hausmeister. Doch, aber die Schlüssel. The Janitor. Scheiße, Energie weg. Sterbi. So, hier ist nochmal so ein Ding. Ich guck mal rein. Hallo. Eine NAV-Koordinate. Oh, hier geht's sogar weiter. Was? Wer ist da? Ach so. Ah, okay. Naja. Ist nischt. Würde gern durch die Tür durch.
nicht permanent auf dieses Sprungbrett. Ja, nimmt dem Elpan seine Spaßframes weg. Macht nur Unfug. Quatsch. Geht doch nicht. Wow! Ja, ich hab's auf Video. Guck mal auf den Punktestand. Wow. Jau. So oft haben wir die Mission schon gespielt. Mhm. Ja. Was habt ihr für einen Punktestand? 331-33301. Was? Ja, jetzt könnt ihr das nochmal langsam abspielen und dann habt ihr Alpines Telefonnummer. Meine PIN. Ich habe ein Tolling-Siegel. Wow, sehr toll. Gut. So, wir sind am Ende, auch mit den Nerven. Wie immer, like, favorite, subscribe. Danke Alpine, danke Oddi, danke Akroma. Und ihr seid die Besten. Ich bin der Taladier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.